Recht herzlich willkommen zu einer Folge XCOM Enemy Unknown und zwar mit dem Balthasar zusammen. Hallo. Und wir sind schon in der fünften Folge mittlerweile. Und die Karte heißt Balthasar. Die heißt Boulevard und so wie es immer ist, wie es bei den letzten Karten war, keiner von uns kennt die wahrscheinlich. Gut. So, jetzt müssten Diesmal wir bist du langsam zur reinkommen. Ausnahme. Oh, ich fange sogar an. Guck mal an, das Ja. hätte ich ja gar nicht Es ist gerechnet wieder so mit. wie beim letzten Mal. Da hast du ja auch schon angefangen und ich glaube, das hängt doch irgendwie mit den Punkten zusammen. Ich glaube, derjenige, der weniger Punkte vergeben hat, Darf als der erstes. darf als erstes anfangen. Okay, Ob dann das dann gucken unbedingt immer ein Vorteil ist, ist eine andere Frage, aber ist halt so anscheinend. Also ich mal. vermute es mal so. Zumindest war es jetzt das letzte Mal ja auch schon so. So, dann gucke ich mir schon mal ein bisschen an, wie die Karte ein bisschen ausschaut, zumindest in die Größe. Aber es wird wahrscheinlich so wie immer sein, dass wir uns wieder ziemlich in der Mitte treffen. Ja. Und die Abmaße, ja, ich glaube, die sind so wie beim letzten Mal. Also, Ja, ich kommt mir glaube, auch die so vor. allererste Karte war, glaube ich, am größten. Zumindest habe ich das so empfunden. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber mir kommt das vor, als ob die Karte irgendwie schon mal hatten oder ich habe sie so doch schon mal gespielt. Ja, da hast du vielleicht so schon mal gespielt. Also gehabt haben wir sie noch nicht. Was vielleicht ein bisschen ja so ähnlich ist, also es ist in der Mitte. Dieses, ja, ich weiß jetzt nicht, da ist ein Springbrunnen, glaube ich, genau. Ja. Und das ist, also diese Erhöhung mit dem Podest und dem Springbrunnen, das ist so ähnlich wie auf dem Friedhof. Da war ja wie Ah, ja, so genau. eine Gruft und da war auch eine Erhöhung. So, jetzt bin ich dran, jetzt mal gucken. Ja, das sieht nur so ähnlich aus. Stimmt, du hast Ja. recht. Das hat mit dem einen so ein bisschen Ähnlichkeit gehabt, Ja. glaube. So. Ja, also zu meinem Team, das kann ich ja jetzt auch noch erzählen, solange ich hier ziehe, weil in der ersten Runde ist es relativ uninteressant, vielleicht noch zum Ziehen, weil wir da erstmal uns finden müssen. Das habe ich eigentlich unverändert gelassen, mein Team, und ich starte eigentlich mit dem gleichen Team, das ich schon beim letzten Mal hatte. Das dazu. So, und du bist dran. Gut, ich habe glaube auch nichts geändert, das ist alles beim Alten. Oder ist es das Neue? Ich weiß nicht. Und ja, jetzt wird es schon ein bisschen interessanter, weil in der zweiten Runde kann man ja dann schon mal vielleicht jemanden sehen oder so, ne? Ja, oder ich könnte jemanden hören von deinen Leuten. Genauso ist es. Gut. Schauen wir mal, wie das so wird. Ich glaube, einen habe ich dann noch. Also ich habe noch nichts gehört. Du hast noch Du nichts bist. gehört. Das ist schon mal immer gut. Ich schleiche Ja. auch. Wahrscheinlich, weil das letzte Mal war's, oder letztes Mal oder vorletztes Mal ging es mir genauso. Ich habe nichts gehört und plötzlich standest du vor mir. Also. Okay. So, Du jetzt bist muss ich. dran. Ja, ich hab's gemerkt. Vergessen vorher Bescheid. Aber ich habe den letzten ja schon angekündigt gehabt. Entschuldigung, die Erkältung ist noch ein bisschen da. Ja, kein Problem. Geht ja zur Zeit rum. Ja. Aha, Ah. die Nummer 1 ist da. Das Problem ist keine gute Schussposition von mir aus gesehen. Aha. Und da ist noch einer. Okay. Und da ist noch einer. Schöne Übersicht. Ja. So. Das ist ja voll doof gewesen. Schon gleich getroffen, ey. So. Du. Ja. Scheinst dich ein wenig aufgeteilt zu haben. Mhm. Zumindest sind die zwei ziemlich weit auseinander.
Oh, jetzt hat's gerade, glaub, geleckt bei mir. Der ist zweimal an die gleiche Stelle gelaufen. Naja, müssen wir mal gucken. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ja. So. So war das der letzte? Ja. Ja. So. Schick sieht der Brunnen aus, ne? Aber für solche Schönheiten habe ich im Moment keinen Blick. Ich muss da nämlich mal ein bisschen fortlaufen. Okay. Ganz ungünstige Position da war. Trifft sowieso nicht, wollen wir nicht drüber reden. Okay. Mist. Leider daneben. Okay. So. Super. Man muss auch mal Glück haben. Ja, das sowieso. Gehört auch viel Glück dazu bei einem Spiel. Wenn man mal manchmal so schaut, wo die hinschießen und was sie treffen oder wo sie dagegen ballern, da ist, glaube ich, schon eine Zufallszahl irgendwo da mit dabei. Ja. Negativschaden. Ja. Schön. Okay. Zwei hinter einem Auto. Okay. Ich sehe keinen, komischerweise. Echt? Nee, es wird keiner angezeigt. Die werden auch immer angezeigt eigentlich, oder? Normalerweise schon. Also ich sehe von dir vier Stück. Du müsstest eigentlich... Einen sehe ich jetzt. Ja. Normalerweise müsstest du mich eigentlich besser sehen, weil zwei ja, von ich höher Leuten, bin, ne? Die ich sehe, die sind ja oben bei dem Podest. Die sehe ich. Da müsstest du doch mich normalerweise auch sehen. Ich bin ja tiefer von der... Oh. Ja, jetzt wirst du mich besser sehen auf dem Genau so ist es. Da hier die Steine defekt gemacht hast, beziehungsweise da dieses Podest oder was ist da war. Ja, nee, ne? Respekt. Oh. Du bist auf jeden Fall dran. Was macht denn der? Mhm. Eigentlich so wollte ich nicht gehen. Der hat eine Abkürzung gefunden. Ja, fand ich aber nicht so prickelnd, nee. Vor allem, wenn du da unten mit als Feldposten stehst. Okay. Aber das Auto brennt. Das ist nicht Denk gut. Dran, ja, ja, das explodiert. Das ist nicht gut. Boah. Das war ein satter Schuss. Und sie schießt daneben, das ist nicht zu glauben. Ich probier's. Okay, Glück gehabt.
Hast du heimlich einen eingeschleust? Warum dauert das so lange? Hast du heimlich einen eingeschleust? Selbe Anzahl wie immer. Selbe Anzahl wie immer. Ich muss nur mit dem einen mal gucken, was ich mache. Aber ich denke, ich werde doch erst mal schauen. Na. Ich mal ein bisschen... Deine Leute mal ein bisschen da oben bei dem... Bei dem Podest ein bisschen in Stress zu versetzen. Einen besseren Weg ging auch nicht oben rüber, du glaubst es nicht. Ja, also das ist manchmal ein wenig blöd, wie die so laufen. Da habe ich schon andere Spiele, Strategiespiele gespielt oder solche Taktikspiele. Da ist es ein bisschen besser gelöst mit den Bewegungen. Na? Er hört gar nichts mehr und man sieht zu wenig. Okay. Jetzt bist du, glaub. Jo. So, was machen wir denn da? Ich bin gespannt. Was denn da passiert? Das Auto brennt auch? Das brannte eben noch nicht. Da hat er irgendwo eine Explosion gefehlt, weil das andere... Ja, genau, das andere ist nämlich kaputt, genau. Ja, die war außerhalb der Reichweite, deswegen haben wir das nicht mitgekriegt. Es ist keiner von uns zu Schaden gekommen wahrscheinlich, deswegen, weil sie alle weit genug weg waren. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt hat das zweite angefangen zu fackeln. No, kann ja nichts passieren. Mann, ey. In die Rabatten rein. Du bist dran. Jo. Kann man den Brunnen eigentlich auch zerschießen? Das müssen wir gerade mal probieren. Dann läuft das Wasser überall hin. Lass das mal besser. Das wäre nicht schlecht, wenn dann die ganzen Soldaten dann weggespült werden. Ich riskiere es. Shit. Ja, aber du musstest weg vom Fahrzeug. Ja, also das hat ja keinen Sinn. Was willst du denn machen? Die Gefahr ist viel zu groß, dass es explodiert. Oh, gibt's doch gar nicht, oder? Ah, Niederhaltung. Ah. Schade. Das war mein Versteckter. Ja. Ich habe immer meistens einen mit der Schrotflinte dabei für den Nahkampf. Jetzt explodieren Autos hinten, die, wo ich gar nicht wusste, dass sie brennen. Ja. Ja. Ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade auf der anderen Seite war. So, der ist niedergehalten. Der kann nämlich nichts machen. Ich probier's. Jetzt doch nicht probieren sollen. Tja. Fünf. Auch schon mal was. Jo.
Revanche. Ja, und Nummer 5 zurück. Ach, jetzt sehe ich, was du meinst. Das sind wirklich lauter Autos explodiert wegen was. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. So, jetzt müssen wir mal einen Kollegen, der da auf niedergehalten wird, mal schauen, ob wir den unterstützen können. Das war nicht gut. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe. So. Du bist dran. Jetzt kriege ich hier so eine Einblendung, wo ich nichts sehe. Auch schön. Aber 19 Treffer waren das. Kritisch. Okay. Ich hatte direkt das Auto vor mir. Ich konnte nicht sehen, was er macht oder nicht macht. Okay, ja, ich habe es auch erst, weil ich habe dieselbe Einblendung gehabt. Ich habe es jetzt auch nur bei mir gesehen, als er jetzt dann rausgezoomt ist wieder. Und da habe ich halt gesehen, dass es ein 19er Treffer war und dass er kritisch verletzt ist. Aber ich glaube, die ist sogar tot. Kann es sein? Wurde jetzt nichts angezeigt. Okay. Muss ich gleich mal gucken, aber sage ich da gleich noch. Aber schaut schwer nach tot aus. Hä? Was ist das jetzt? Ach so, das ist jemand anders. Komm. Ich habe wieder das Auto daneben. Kann ich wieder nicht sehen, ob ich treffe oder nicht. Da stand nur daneben, stand da. Mhm. Ja, du hast, da ist ja dieses Podest, dieses Sockel, und da hast die Blumenvase weggeschossen. Okay. Und da auch die Blumenvasen wegschießen, ist klar. Nee, du hast direkt auf dem anderen Ergebnis daneben. Das hat er gesagt. Der Computer. Ja, das ist schon manchmal sehr suspekt. Ja. Die Trefferaufnahme. Das okay. War 6 Punkte. Ja. Und da explodiert wieder ein Auto, was keiner bisher beschossen hat. Die sind diesmal merkwürdig, die. Oh. Wie die Schüsse zusammenkommen, beziehungsweise wie da plötzlich Autos explodieren. So, kein Ziel in Reichweite. Was machen wir denn da? Laufen. Immer laufen. Ja. Vorwärts, Kameraden. Wir marschieren zurück, ne? Oh, ich glaube, ich muss mal taktischen Rückzug antreten, da ist nämlich keine Munition mehr, beziehungsweise die Waffe ist leer geschossen. Mhm. So. Die ist anscheinend doch nicht tot, weil da stand gerade irgendwas. Ah nee, das war deine. Meine ist das. Ach so, dann ist die andere doch tot, weil da war kein Hinweis mehr gekommen. Tja. Was tun, sprach Zeus. So ist es. Oh. Oje. Da frage ich mich auch, wer der jungen Dame da das Scharfschützengewehr in die Hand gedrückt hat. Oh Mann. So, der andere Wagen brennt jetzt auch. Aber das ist gut, da habe ich jetzt reingeballert. Das kann schon gut sein. Nee. Weiß gar nicht, einen habe ich noch, oder? Nee, doch nicht, schon durch. Ja, die eine kann ich auch wieder nicht retten, das geht auch wieder nicht. Ah, da habe ich mich davor gesetzt. Ach, der Ben, der brennt jetzt auch. Mhm. Ja, aber da, gut, aber da habe ich auch drauf geschossen. Ja, stimmt, genau. Das kann schon eher sein, aber. Ja, das stimmt. Aber die anderen Geschichten, das waren schon wegen merkwürdig. Ja. Sie hat mit dieser Elektrowaffe in den Außenspiegel geschossen und dann ist das woanders hingegangen. Ja. Der Laser wurde abgelenkt. Genau.
was mache ich denn? Nee. So, mal gucken. Oh, schweres Gerät raus. Oh, 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 oh. Oh nein! Was war das? Falsch geschnitten. Oh, selbst. Schießt auf den Eichenmann. Also. Ah, gut, dass ich da hinweggegangen bin, sonst hätte ich es nicht überlebt. Ja, dafür ist jetzt freisig, glaube ich. Oh. Das hat wehgetan, das war 9. Okay. Doppelte Portion, jetzt willst du nochmal schießen auf mich. Ja, wenn schon, ne? Hm. Volles Risiko. Ich hab nicht mehr, glaube ich, so viel zu gewinnen. Ah, super. Ja, gut, aber die hat's auch verdient gehabt, weil wenn ein Scharfschützengewehr daneben schießt. Oh, nee, ne? So, ich glaube, das war's schon wieder, oder? Ja. So, hilft nix. Das Problem ist, ich habe keinen mit einem Scharfschützengewehr. Aber jetzt muss es klappen. Ach, das darf nicht wahr sein. Ich habe nur so komische Waffen, mit denen ich nicht... Komische Waffen? Ja. Da muss ich näher ran, damit ich was treffe. Das ist ein Problem. Ach so, hast du Taschenmesser mitgenommen? Deswegen. Ja, Taschenmesser, da würde ich dich wahrscheinlich eher... Jetzt besser wie mit dem... Jetzt besser mit dem Feuerzeug erworfen, ne? Auch schön. Nee, ne? Ich sehe so viele. Ich sehe sie alle. Aber was muss ich jetzt gerade tun? Jetzt muss ich gerade nachladen. Das ist natürlich schlecht. Da bin ich auch froh drum. Tja. Weil ich hier ein bisschen in offener Stellung da draußen bin. Keine andere Chance, um das zu tun momentan, ja. So, jetzt müssen wir als erstes mal hier klare Verhältnisse schaffen. Ja, zwei Mann gegen einen, das ist ja auch nicht fair, das ist klar, ne? Das war schon damals, ne, in der Schule so. Ah, du hast sie schon mit 3 Treffern direkt am Kopf, glaube ich, gekriegt. Die schrie erst au und dann explodierte das Ding. Ja, die 3 Treffer sind nicht durch die Explosion entstanden. Das war die Beule am Kopf. So. Jetzt mal gucken hier. Ja, ich probier's. Oh, bitte nicht. Oh nein, das kann doch nicht sein, oder? Ich muss es probieren, ich muss da raus. Ich habe nämlich nur noch einen Trefferpunkt, den ich einstecken kann. So. Nee, ne? Oh, hast du doch mal erwischt. 13 kritisch. Echt? Das wurde bei mir nicht angezeigt. Ich dachte, es wäre wieder daneben geschossen worden. Nee, also der hingelaufen ist, der steht da noch. Und du hast aber den, der davor gestanden war, da war ja noch einer. Die waren ja zu zweit da in dem Eck. Und den hast du erwischt und das waren 13 Treffer kritisch, aber der ist noch nicht tot. Mhm. So. Jetzt sehe ich wieder nix, aber ich glaube, es ist... Ich sehe auch nix, ich sehe... Und du hast den zweiten, hast du auch erwischt. 15 kritisch. Ui, das schaut gut für dich aus diesmal. Ich habe nur noch einen und ich habe kein Medipack, weil die sind nämlich alle draufgegangen jetzt mit den Medipacks. Dann bin ich ja mal gespannt, ob es klappt. Du bist... So... Ja.
Okay. Das war's, du bist dran. Ich habe nur noch den einen. Okay. Dann machen wir das mit Präzision, oder? Würde ich auf jeden Fall probieren. Ja. Glückwunsch! Ich habe gewonnen? Nein, oder? Ist ja kaum zu glauben. Ich hätte doch zuerst zwei verloren, oder? Da hat sich das Blatt aber nochmal gewendet, dass ich gar nicht mit gerechnet habe. Siehst, Okay. hat sich bezahlbar gemacht, dass Hat du es sich jetzt doch bezahlt schon das gemacht, Team ja. umgestellt gehabt hattest. Ja, es wird langsam besser. Ja. Gut, das Okay. heißt 4 zu 1. Ja. Gut, wunderbar. Dann haben wir die Vorrunde geschafft. Ja, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auch Dankeschön von mir. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.